Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt an meinem Herzen von Europa, meinem wunderbaren kleinen Liedchen. An einem fantastischen Tag und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe aus dem Hause Lego. Die 10274 Ghostbusters Ecto One. Richtig, so ist es. Bestehend aus gut 2300 Teilen für 200 Euro Liste. Dieses Set kam 2020 auf den Markt, war erst ein bisschen exklusiv und dann ist es erst noch zu den Versagern gekommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam es dann in den Handel und jetzt kann es jeder ordern. Dementsprechend der Preis im Tiefflug. 25% Rabatt jederzeit für 150, gar kein Problem am Markt. Könnt ihr mal gucken, ich weiß nicht, ob ich mir in mein kleines Lädchen ein paar davon ordern werde. Muss ich mal gucken, was ich dann für einen Preis mache. Aber 20% gibt es auf jeden Fall drauf. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ich glaube, so unter dieser Überschrift kann man dieses Set laufen lassen. Das ist sehr schick. Wir hatten ja gerade hier dieses Elend. Und nachdem ich euch das zeigen musste, damit ihr wisst, was das ist, habe ich gesagt, komm, dann zeige ich euch zum Ausgleich was Schönes, um das Universum so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen. Dieses Set ist überwiegend großartig. Beim Rest ist es gut. Und dann hat es zwei, drei Lego-Macken. Aber über die kommen wir gut hinweg. Ich glaube, dieses Set, für den Listenpreis hätte ich es mir natürlich nicht gekauft. Klar, Sache, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Macht ja auch hoffentlich keiner wirklich. Wie dringend braucht man denn was? Man wartet zwei, drei Monate und dann gibt es 25%. Und wenn man das sich so überlegt, 2300 Teile, keine Minifiguren dabei. Also das geht eher so in die Creator-Expert-Fahrzeuglinie, weniger in die UCS-Linie, wie das 89er Batmobil oder sowas, wo dann so ein Minifigurenstand dabei ist oder irgend so ein Käse. Das gibt es hier nicht, das ist tatsächlich einfach, das Modell stellt man sich hin, schön. Die Minifiguren würden ja maßstabmäßig sowieso nicht passen, da Lego ja sich heftig weigert, die Technikfiguren wieder zurückzubringen. Deswegen kommt es ohne Figuren. Für mich überhaupt kein Ding, macht das Set eher sympathischer für mich, für andere ist es ein Verlust, für die tut es mir sehr leid. So ist es. Gehen wir doch mal kurz durch die Fakten durch. Das ist auf jeden Fall die Box. Das ist diese weiche Standardbox. Aber sie ist schön schwarz, damit die Erwachsenen wissen, das ist was für sie. Die Abenteuer der Rückseite. Nichts, wovor man sich fürchten müsste. Ein paar Bilder. So vom Film. Und Auto. Ihr wisst Bescheid. Dann haben wir wertvolle Ersatzteile. Wir haben eine Anleitung dabei. Die ist auch innen komplett schwarz. Das Auto ist auch immer ein bisschen bunt. Aber nicht so schlimm wie bei anderen Sets. Wir haben einen großen Aufkleberlappen dabei. Das Gute an dem Aufkleber, guckt ihn euch an und dann ist es. Wenn man ihn sich dann länger anguckt, dann ist es eigentlich nur schade, dass die Kennzeichen nicht bedruckt sind. Cadillac hätten sie gerne bedrucken dürfen. Ja, und vielleicht das hier noch, das ist auf so einem kleinen, hier auf diesen Slope kommt es drauf. Das hier sind Rostflecken. Lego kann ja leider nicht einfach so ein Ghostbusters-Set auf den Markt bringen. Sie brauchen dazu einen Anlass. Und da gab es ja einen Film. Und da ist die Karre wieder dabei. Und da ist sie runtergerockt. Deswegen kann man Rost draufkleben. Oder man lässt es. Dann sieht er gut aus. Wir haben es natürlich gelassen. Keine Frage. Ich ärgere mich über die Kennzeichen. Die hätten gern mitgekonnt und Cadillac auf dem Block hätte ich gern gesehen. Ist ein bisschen schade, dass es weg ist. Aber da kommen wir drüber hinweg. Der Aufkleber sieht schlimmer aus, der Bogen, als er tatsächlich ist. Ja, wenn man es sich runterrechnet, ist es okay. Schön ist, dass die dabei sind. Ja, das sind Prints. Haben wir drei Stück, hinten, links, rechts. Das ist ganz in Ordnung. Und gehen wir mal, messen, nicht vergessen. Messen. Aber für alle, 47 cm. Dann mit bisschen Türgriff, 15, 16 cm. Dachkante so 13, 14 und wenn man möchte, paar 20. Ja, also jetzt mal hier bis hier oben 22, 23 cm. 2350 Teile für 2350 Teile für 200 Euro ist in der Lego-Welt, nicht allgemein, aber in der Lego-Welt ein guter Kurs. Und wir haben auch schöne Teile dabei. Wir haben ein paar Specials, wir haben ein paar nette Funktionen. Der Bau ist recht abwechslungsreich. Also von daher ist die Sache vor allem im Vergleich zu vielen, vielen anderen Sets ein wirklich guter Deal. An dem, wenn man jetzt so ein bisschen Ghostbusters unterwegs ist und man mag solche alten Kombis, dann ist das eine Riesensache für euch. Also gucken wir uns doch mal an, was er kann. Erstmal ist es ein Autochen. Super. Von der Größe her Reifen wie beim
Porsche. Ja, gleiche Geschichte. Wir können vor und zurückfahren. Ihr seht schon, da äumelt was rum. Zeige ich euch gleich nochmal. Von der Seite seht ihr es ein bisschen schlechter, aber wir haben eine Lenkung. Wendekreis, lassen wir es mal als okay irgendwie laufen. Aber wir haben das. Dann haben wir Türen links und rechts. Sogar Obacht mit Anschlag. Super gut. Zeige ich euch auch gleich nochmal. Ich gehe nur mal kurz die Funktion schnell durch. Dann haben wir hier Suicide Door. Die geht weiter auf. Da kann man sogar ein bisschen reingucken. Guck mal, sieht auch drin. Ihr seht hier unten schon das gelbe Durchblitzende. Ganz, es hat ein bisschen gezuckt beim Controller. An zwei, drei Stellen konnte er sich nicht zurückhalten. Aber wirklich überwiegend gut. Vor allem kann ich euch eine andere noch sagen. Die Technic Brick Konstruktion. Ich habe die Teile kaum gefunden auf meinem Tisch. So gleichmäßig farbig war das. Ich war völlig verwirrt. Zum Glück war ich über 18. Da seht ihr ein bisschen was hier. Da ist jetzt mit Details nicht so viel los, aber hier hinten haben sie ein bisschen was gemacht. Das ist ganz schön. Und dann komme ich jetzt schon zu dem Gag. Auf der Seite ist keine Tür hier hinten, aber da ist ein Knopf, auf den ich kann ich drücken und dann kommt da der Stuhl rausgeschossen. Das ist eine Riesenfunktion. Guck da, oh ja, zack, ist er da. Ist das Knall? Print. Dann haben wir hier noch eine Klappe. Ich finde, die ist schön angebracht vom Winkel her. Das ist tatsächlich nett. Print. Vom Winkel her gut angebracht. Feini fein. Da kann man reinschauen. Print, 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 print. Da so ein bisschen Deko. Print. Passt alles. Spezielle Teile kommen auch noch drauf. Aber hier die Fensterscheiben, falls ich sie später vergesse. Und, wieder kaputt gemacht. Schon mir zweimal passiert. Jetzt wieder. Gut. Also das hier ist auf jeden Fall. Und jetzt haben wir hier da drin so einen kleinen Geistereinsammler, Robotervieh. An den kommt man ja mit dem dicken Finger schlecht ran. Jetzt gibt es hier nebendran diesen kleinen Hebel. An dem kann man ziehen. Ich muss mal kontrollieren oder gucken, dass ich da auch richtig ranpacke. Ja, komm raus. So, und dann kann man hier in diesem Hebel ziehen. Und dann Obacht, seht ihr, dass hier eine kleine Klappe aufgeht unten drunter. Wenn ich das rausziehe, flapp, Klappe offen. Und dann kommt auf, Mini-Roboter. Wieso kommst du denn nicht raus? Wir haben es doch geklärt vorhin, dass du da rauskommst. Da, raus. Achso, der ist hier. Ich habe einen falschen. Wenn der mit dem Haken so rum drin ist, verhakt er sich da. Das habe ich falsch gemacht vorhin. Kann das Set nichts für, ich war doof. Warte, da wieder rein. Jetzt probieren wir das nochmal für den Effekt. An dem Ding ziehen. Und da rollt er raus. Alles ist gut. So, ist eine nette kleine Funktion. Ist so eine 6x6 Fliese da unten drin in schwarz. Auch ein schönes Teil. Hier ist der Knopf. Das ist der Action-Knopf hier unten. Zum Stuhl rausfeuern. Action-Knopf. So. Und jetzt nochmal kurz für euch, wenn man fährt, dreht sich da oben das. Das Ding hier äumelt so ein bisschen hin und her. Seht ihr, das ist nur so ein bisschen trötet und das Ding dreht sich. Was wir natürlich massiv vermissen, sofort klare Geschichte, ist Light und Sound. Das Ding ist doch wie ein Weihnachtsbaum. Die ganze Zeit am Leuchten, Zeug machen, Geräusche. Light and Sound müsste hier natürlich dringend rein, gibt Nachrüstsets, aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Ist ein bisschen schade. Aber wir haben es nicht erwartet, dass es drin ist. Aber es ist natürlich, wenn man das dann so hat und denkt man sich, und jetzt wäre es cool, wenn hier ein Knopf wäre, es wäre lustig. Und wir würden uns amüsieren und alles wäre gut. Aber was soll's, wir haben auch so ein bisschen Spaß. Hier oben ist natürlich all mögliches buntes Zeug drauf. Bisschen Leim, bisschen Gelb, bisschen Blau. Vielleicht haben die sich da genug ausgetobt, deswegen musste ins Auto nicht so viel von dem bunten Zeug. Möglich wäre es. Obacht! Das ist der von unten. Ein bisschen gelb, ein bisschen blau. Aber seht ihr die schwarze, ich muss da mal rüber gucken. Seht ihr die schwarze Technic Brick Konstruktion? Die das Ding auch ernsthaft stabil gestaltet? Vielleicht sollten die Jungs mal drüben in der Technikabteilung ein bisschen Nachhilfe geben. Das ist ein ernsthaft gut konstruiertes Fahrzeug. Der hält. Das Einzige, ich meine ja, die blauen Pins und so, die haben wir wie immer. Das ist immer noch Lego. Also ein paar Fehler nehmen sie mit. Das hier robbe ich immer ab. Das ist irgendwie so Deko-Stoßstange, die geht ständig ab. Aber nur mal, das ist ein Vitrinenmodell, was man halt auch nicht unbedingt nach oben stellen sollte. Aber halt nur mal, ja. Also wenn ihr denkt, ja, aber da ist trotzdem gelb und blau, und was soll denn das, was ist das für ein Schrott? Ja, aber wir kommen von hier. Und dann ist das doch schon besser, oder? Das Problem ist, das ist das neuere Set, also das ist den Kurs, den Lego geht. Nicht das da leider. Was soll man tun? Und auch,
Vielleicht mal zum Thema. Der Porsche eignet sich zum Vergleich sehr gut. Ich bin sehr froh, dass ich gewartet habe mit dem Video hierzu. Das ist das Türsystem hier. Schließt, öffnet, bis hier, Ende Gelände. Liegt dran, dass sich hier drin, seht ihr die Hinges? Hingeplates, da die, wir haben sie da reingesetzt. Weggespart. Und was sieht besser aus? Ich meine, ganz echt, ist das aus dem gleichen Haus, kommt das. Und der Porsche ist kein schlechtes Modell von Lego. Im Blick halten. Übrigens auch zur Farbe. Ich weiß nicht, ob das hier mit der Beleuchtung rauskommt. Dieses Weiß ist wesentlich gelber als dieses Weiß. Das ist ein klarer Unterschied. Ich weiß nicht, seht ihr das ein bisschen? Ich glaube, sieht man. Das hier ist ein klareres, strahlenderes Weiß. Das hier ist ein ziemlich gelbes Weiß. Nicht überall, aber an vielen Stellen. Ich glaube, der könnte echt unschön werden, wenn der ein bisschen steht. Und ich meine, das Ding ist noch nicht lange raus aus seiner Box. Den hier habe ich schon vor langer Zeit gebaut. Ich habe ein bisschen Sorge um den Porsche. Gut. Teile gibt es ganz viele aus dem Ecto im Porsche und vom Porsche aus dem Ecto. Also das ist hin und her getauscht. Gehen wir ein bisschen auf die Teile ein, oder? Sprechen wir doch mal ein bisschen über die Teile. 2350 Teile, ich habe es schon erwähnt, über 500 unterschiedliche Teile, normaler Schnitt, alles in Ordnung. Es gibt ein paar Highlights selbstverständlich, die vor allem mich freuen, weil ich ja von Blue Bricks so viele amerikanische Autos gebaut habe. Und die Scheibe brauche ich da auch. Das ist meine Scheibe. Zieht euch die Scheibe rein. Exklusiv natürlich für das Set. Guckt euch mal die Scheibe an. Die geht um die Kurve rum. Um die Kurve rum. Das ist eine Scheibe. Die macht den Look vom ganzen Auto aus. Wäre da eine komische A-Säulen-Konstruktion, wäre das die Seuche. Der Wagen sieht mit deswegen so gut aus. Und weil hier wenig Weißabweichungen am Start sind. Tatsächlich relativ wenig Weißabweichungen. Das ist schön. Die größten Abweichungen kommen durch solche Elemente hier. Die sind hohl und die haben immer einen leicht anderen Farbton. Das ist normal, das ist immer so. Ich nehme an, technisch, was weiß ich, nicht zu klären, kein Schimmer, mir egal. Aber ansonsten bin ich mit den Farbabweichungen im Set ziemlich zufrieden. Das hier hinten wirkt ein bisschen dunkler, aber ganz ehrlich, das ist also kein Vergleich zum Porsche. Kein Vergleich, was die Farbabweichungen angeht. Ist das hier nochmal ein anderes Level. Bisschen schade. Moment, jetzt muss ich mal gucken, kriegen wir das eingefangen? Ach, ich bin hier zu hart ausgeleuchtet. Das hier ist leider wieder eine matte Fliese. Die 6x6 Fliese, das Problem vom 10262 halt hier in Weiß. Das ist ein bisschen schade. Fällt halt sehr unschön auf, da in der Mitte. Ist ein bisschen unglücklich. Die müssten echt da mal endlich auf die glänzende Fliese gehen, die anderen Hersteller auch alle haben. So, achso, hier habe ich dich kaputt. Ah, 75252, da noch ziemlich teuer. 10269 hat sie auch drin, hier auch Light Blue Grey, gleich mal 4 Stück. Dieses Set übrigens, achso, warte mal, da hatte ich auch mal drüber gesprochen. Einzelteile wert in Summe geringer als die UVP. Einzelteilepreis in Summe mehr als das Doppelte der UVP. Nur mal um das, wie schlecht das ist. Also wir haben nämlich ein paar Highlights. Natürlich, die kennt ihr jetzt ja auch aus dem Porsche. Hier vorne diese Slopes, überhaupt nicht hier die ganze Reihe durchgehen, diese obere Kante. Das sind alles gefragte Teile. Die sind gar nicht so selten, aber sie sind sehr begehrt. Und deswegen sind die Preise im Handel, also im Aftermarket, relativ hoch. Das hier vorne ist ein neueres Teil, kennt ihr in anderen Farben auch schon aus ein paar Sets, aber jetzt ist es hier mal dabei. Ist natürlich super, um hier vorne sowas darzustellen. Ja, ganz, ganz großartig. Hier diese Kurven. Wir können nicht, die Haube aufmachen, habe ich ganz vergessen vorhin, oder? Funktion. Hier ist jetzt der Block drin. Da finde ich sehr schade, dass nicht Cadillac hier auf den Fliesen draufsteht, sondern dass das per Aufkleber kommt. Finde ich sehr schade. Das hier, diese Viertelschalen in Dark Bluish Grey, sind natürlich auch noch ein Highlight. Klare Sache. Kühlergrill hier vorne, die kleinen Flat Silver Rollschuhe. Harlequin hat die natürlich drauf, wisst ihr, meine Lieblingsfigur. Das ist ein Element, der natürlich als Deko hier und da mal geeignet. Ich finde, das haben sie aber vorne gut hingekriegt, oder? Sieht schick aus. Sieht schick aus, alles in Ordnung. Print. Ah! Noch schnell Cadillac und die Kennzeichen, wir sind echt mit der Karre durch. Was soll's. Die Scheibe, wie gesagt, die ist klasse, sie hat 1, 2, 3 Kratzer drauf. Was soll's. Normale Fensterscheiben, aber auch ganz viele, das ist sehr fein. Hab mal drin nochmal kurz reinguckt, dass ich nichts vergessen habe. Ah, drin können wir schon nochmal was besprechen. Ihr seht relativ viele
Wo sieht man es am besten? Hier hinten, da sind die Sitzfläche unten, die hat die schwarzen hier auch, die schwarzen Brick Modified, abgerundet. Die sind schön. Davon eine ganze Menge. 6, 8 Stück irgendwas, wenn ich mich alles täusche. Sehr schön, dass die hier drin sind. Das macht mir tatsächlich Spaß. Und nochmal zu dem Mechanismus. Ist halt, ja, da unten. Ich meine, der Wagen darf ein bisschen bunt sein. Da unten seht ihr es dann aber halt natürlich auch noch grün, rot. Alles, was ihr wollt. Ich meine, das macht man als Gag einmal. Danach ist da drin das Bunte. Ich meine, hier unten muss natürlich auch eine blaue Plate rausgucken. Das ist ganz wichtig. Sonst hätten die nicht ruhig geschlafen in der Entwicklung. Ich bin mir ganz sicher. Was soll's. Das hier finde ich ist schön gemacht. Der kleine, natürlich der Knick hier, das ist doof, dass da diese Kante ist, aber was soll's. Läuft dann hier runter, sieht gut aus. Hier unten mit dem Wedgeplate dran, das ist gut gemacht. Heck an sich finde ich ist gut. Ist gelungen. Das passt. Schwierig natürlich die verschiedenen Winkel zu erzeugen. Und dazu gibt es dann hier auch dieses Ding hier in Trans Clear. Und hier oben ist das gleiche Teil in Weiß drin. Das ist natürlich nochmal ein bisschen fancy. Was besondere Teile angeht, wenn wir darüber nochmal sprechen, kommen die natürlich klar dazu. Und die blauen Hoses hier sind auch exklusiv nur für dieses Set dabei. Habe ich noch irgendein Element vergessen, was besonders wichtig war? Ich glaube, das ist eigentlich, aber Einzelteilpreis, wie gesagt, über 400 Euro. Da ist was drin. Und deswegen wird er mit Sicherheit auch ausgeschlachtet. Oder man kann andersrum sagen, hier ist ein Set, das aus Teilen gebaut wird, die tatsächlich jemand haben möchte. Und die nicht nur Restekiste sind. Und das ist schön. Und ich glaube, das liegt natürlich an der recht üppigen Innenausstattung, dass man halt da wenig Schabernack treiben konnte. Und ich bin weiterhin massiv verblüfft. Guck mal, ob ich das sinnvoll aufschlagen kann. Das ist die Grundkonstruktion. Oh, das waren wieder die Aufkleber. Das ist die Grundkonstruktion. Ich meine jetzt mal, da kriegt man doch Vertrauen in das ganze Modell. So stelle ich mir das vor. Und irgendein Käse, der nicht funktioniert. Gescheit, sogar alles in Schwarz. Kann man mitarbeiten. Und die Lenkung ist gut gemacht. Das funktioniert alles. Also das passt. Und hier ist, Moment. Hier seht ihr nochmal den, da sind sie halt irgendwie farblich ein bisschen durchgedreht. Es ist wirklich nur beim Rausfahren da zu sehen und möglicherweise, ich habe das jetzt im neuen Film nicht gesehen, was da vielleicht hat es sogar einen Sinn. Meine Güte, was soll's. Also ich bin tatsächlich bei diesem Modell, wenn ihr auf so diese Fahrzeugklasse steht, wenn ihr vielleicht Ghostbusters mögt, wenn nicht, guckt ihn euch noch 15 Mal an, bis ihr ihn mögt, das ist ein super Film. Ich mag, dass er eine Lenkung hat, das finde ich klasse. Dass hier oben das Gebäumel dabei ist, finde ich gut. Schöne Teile, noch gute Verarbeitung. Die Fliese hier vorne ist ein bisschen schade. Die Scheibe aber direkt nebendran. Da ist gut und böse gleich beieinander. Dann bin ich wieder ausgeglichen. Hier hätte ich eigentlich tatsächlich Spaß. Das ist okay. Auf dem Level dürft's gerne nochmal ein Auto geben. Ich weiß zwar nicht wie und wann, aber ich würde mich freuen. Das ist sowas, auf dem können wir uns einpendeln. Ich glaube auch nicht, dass es hierzu ein wirklich starkes Konkurrenzprodukt ist. Geben könnte, was man da macht. Klar kann man mit 200 Euro, wenn man nicht Lego ist, kann man mehr machen, aber man kriegt das Ding easy für 150, ohne irgendwelche Probleme. Und 150, 2300 Teile, keine Minifigur, die ich eh nicht brauche, mit einer guten Qualität, das ist okay für mich. Da komme ich ran. Den kann man also auf jeden Fall empfehlen. Ich gucke mal, wie gesagt, ob ich ein paar davon laden hole, ich bin mir nicht ganz sicher. Das weiß ich noch nicht, aber vielleicht 3, 6 Stück oder so, irgendwas, irgendeine kleine Menge. Ich werde da nicht auf Masse gehen, ich werde nicht in den Preiskampf gehen. Das machen doch die anderen. Da kriegt ihr einen Easy, wenn ihr den braucht. Oder ihr habt einen im Zweifelsfall euch schon bestellt, der ist ja schon lange Zeit jetzt frei verfügbar. Ist ja kein Problem. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet ein bisschen Gaudi an dem Set. Habt vielleicht die doofe Mütze vom Batman vergessen. Dann ist das weg. Und ich glaube, das macht sich im Regal gut. Ich würde es nicht direkt hier zu parken. Ich glaube, der wird nicht lange gut aussehen neben dem. Ah, da bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt aber nur nochmal, weil wir es ja live zusammen gebaut haben bei Twitch. Das Ding kostet genauso viel wie die Tante 4. Nochmal so zum Vergleich, was da los ist. Und dagegen ist das Ding natürlich ein Traum. Darüber brauchen wir nicht lange sprechen, oder? Also, das passt schon. Ist ein gutes Ding. Wie gesagt, blindes Huhn. Aber Hauptsache, wir haben einen Korn gekriegt, würde ich sagen. So ist es. Habt eine großartige Zeit. Habt nette Leute um euch. Und bis bald.